Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Jawohl, in der letzten Folge haben wir ja einiges gemacht. Wir haben die Chip-Produktion hier gestartet, was natürlich mega, mega cool ist. Ich starte gleich mal wieder das Game. Wir hatten einen kleinen Stahlfehler, weil hier unten das System nicht gescheit geklärt wurde. Ich hoffe, dass die das diesmal hinkriegen. Ist irgendjemand da, um das bitte zu erledigen? Ja, natürlich. Wir nehmen den kleinsten Burschen. Sicher, sicher. Wir nehmen die kleinen Burschen. Bei unserer Massenproduktion. Ich könnte wahrscheinlich auch schon ein Verkippsystem mitmachen. Aber sie halten sich dran. Ja, okay. Ist akzeptabel. Nehme ich so an, würde ich mal sagen. Wir haben auch bald die nächste Forschung fertig. Erstaunlicherweise passierte doch noch was in Forschungstree, nachdem ich das langsam alles eingerichtet habe. Zwar slowly, but surely. Und surely, slowly ist nicht schlecht. Gut. Überhitzter Dampf, das wäre natürlich eine der nächsten Stufen. Die Chip-Produktion 2, okay, da könnte ich wahrscheinlich einfach die Dinger voll upgraden. Ich bin mir überlegen, ob ich die Fahrzeugübergrenze als erstes erhöhe. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagt, ich bin immer noch sehr, sehr hibbelig. Der Gamescom-Tag ist immer noch ein Tag her. Und ich habe gesagt, ich muss erstmal die Folgen für die Woche aufnehmen. Also bis jetzt 4. Ich weiß noch nicht, was ich als neue Serie mache. Ich habe eine Überlegung und wenn, dann muss ich das morgen streamen. Also von euch aus gesehen vorgestern oder so. Wenn das so ist, dann holy shit. Ich bin immer noch in so einem fucking Hype-Mode. Und ich sag euch, meine Pläne für die Zukunft sind das Ganze hier nochmal zu verzehnfachen von dem, was ich aktuell mache. Ich weiß zwar nicht, ob ich das zeitlich hinkriege, aber ich fange schon wieder an, von Sachen zu sprechen, die nichts mit dem heutigen Thema zu tun haben. Warum darf ich dich, aber ich darf dich nicht machen? Weil ich keine Erfahrung so mit Forschung, okay, bla und bla. Dann werde ich wohl doch mal sagen, wir machen danach ihn hier. Dann den Lichtbogenofen, weil der schön Bonus bringt. Dann die robotischen Teile, damit wir upgraden können. Den Schiffsmotor vielleicht. Fahrzeug und das hier. Gut. Ich glaube, ich kann auch mittlerweile wieder mit... Nee, ich glaube irgendwie immer noch nicht. Das war ja relativ am Ende der Folge, wo das Haywire falsch gelaufen ist. Deswegen ist Stahl aktuell noch eine der Produkte, die im Limit laufen und noch nicht vollkommen ausgegeben werden. Aber wenn wir die Seite langsam schon mal voll kriegen, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Weil, sag mal, das ist so einer unserer Hauptverbraucher. Oh, jetzt sind wir überfüllt. Huchala. Bing, bing. Bing, bing. Gut, oh, die kann ich gerade nicht mehr upgraden. Hoppsala. Kann ich das dann stoppen? Ich hoffe mal. I surely hope so. Was ist euer Problem? So, jetzt warte mal. Jetzt warte mal. Für welchen Bergbaukontrolle seid ihr denn? Ihr seid für hier die... Ne, ihr habt bloß keine Baufläche. Warte mal, ihr seid ein ganz anderes Problem. Warum steht ihr nochmal hier oben? So, einmal wieder Sand. Wir haben genug Sandflächen hier, um wahrscheinlich Kalifornien Konkurrenz zu machen. Ich hoffe, ihr versucht es jetzt bitte nicht von oben abzupackern. Das wäre sehr lustig geworden. Kann nicht Gestein liefern, kein gültiges Ziel.
Wohin willst du es denn liefern? Die Sache ist, wenn du nicht weißt, wohin die liefern wollen eigentlich, dann wird es immer so ein bisschen schwer. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe den Punkt gefunden, wo sie versuchen zu liefern. Ah, oh Gott. So, warte mal. Ich muss dafür jetzt aber die Kipp-Area mal ändern. Damit die sich nicht überschneiden. Aber holy shit, wir haben alles hier verfüllt schon. Habe ich hier mir jetzt das Recht zugenommen, dass ich rein theoretisch auch fahren kann? Bis zu der Straße vor? Super, bedeutet, wir können hier rein theoretisch. Dreibreit die Straße drüber ballern. So. Cool. Bedeutet, wir können jetzt hier oben auch verkippen anfangen. Auch wenn hier eh schon ein Weg besteht, wie es ausschaut. Das macht es natürlich wesentlich easier. Wir kippen jetzt alles zu. Dann haben wir offiziell... Alter. Planwirtschaft nennt man. War das nicht russisch? Oder so? Tankstelle hat keinen Kraftstoff mehr. Warum bist du schon wieder out of Tankstoff? Wir sind nicht mehr auf Prio 6 oder so. So, ich hoffe mal, dass das hier nicht alles anfängt abzukippen, weil es wird schon knapp von der Bauweise her, was ich hier tue. Ansonsten muss ich das gleich mal umplatzieren. Vielleicht doch das Ganze hier mal nehmen, kopieren und hier runter rotaten. Auf einen Schlag hoffentlich fertig bauen. Yes. Was habe ich da? Schlacke. Also ja, weil ich verkippt habe, genau. Deswegen habe ich Schlacke rein. Ach, guck mal, das ist ja auch alles übernommen. Ach, der hat das jetzt einfach übernommen. Wie cool ist das denn? Und wenn ich jetzt sage, abbauen, dann fangen sie an, das da unten rein zu tun. Und die haben alle Einstellungen. Nice. Bedeutet, wir können die Grabarbeiten erweitern. Nüsse! Nüsse! Schön, 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 schön. Nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder eine Grippe. Hört mir auf. Wir hatten das Thema mit der Grippe schon. Und ich habe keine Ressourcen, um Grippemittel zu kaufen. Fuck. Wie produziere ich Mittel? Medizinische Produkte. Heiliger Bimbam, wird das kompliziert, okay. Wir nehmen eine robotische Anlage, weil die produziert gleich doppelt so viel. Medizinische Ausrüstung mache ich. Zur Stahl, Kuhplastik, mach das, okay. Und dann kriege ich das. Und dann brauche ich noch Desinfektionsmittel, das ich mit Ethanol und Kunststoff mache. Okay. Gut, also ich glaube ja, es liegt aktuell noch daran, dass ich, hier noch keinen Stahl zulasse. Ich glaube, ich kann das mittlerweile mir mal erlauben. Denn die Produktion ist jetzt bis zum Bersten voll. On the one side. Habe ich eigentlich nie eine Prio mal hier gesetzt, zu sagen, macht erst das eine wieder voll? Und ganz ehrlich, so wie es ausschaut, ist das Ding eh fast bummvoll. Jetzt
Jetzt kommt natürlich ein bisschen weniger Stahl an, aber wir brauchen auch irgendwo anders mal Stahl. Zum Beispiel in unseren Fabriken. Aber vielleicht ist es auch ein geheimes Zeichen, dass unsere Stahlproduktion nicht mehr ganz den Standards entspricht von früher. Vielleicht kann man auch mal was Neues bauen. Ja, die sterben doch eh gerade alle, oder? Nee, die haben sich schon wiederholt. Super. Praktisch. Wait, arbeiten die immer noch? Scheint nicht mehr so, ne? Weil wenn alles gut läuft, kann ich gleich einen Teil abreißen anfangen. Nope, da kommt noch mehr. Oh, fuck. That can take a while, aber ich muss hier wieder pausieren, ansonsten geht das leider schief. Das ist... nicht so wie gewünscht. Also wir werden jetzt erstmal wieder das Ganze ein bisschen auffüllen. So. Stück für Stück, der ist bei 130 noch aktuell. Gut, 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 gut. Ah, Scher, wie ist es schön, sie das jetzt verkippen anfangen. So, wait. Oh ja, stimmt. Euch, ihr wart ja so, dass ihr das hier rein verkippt. Ihr wart gar nicht Abtransport, oder? Doch, aber relativ hoch von der Anfrageposition her. Kriege ich hier vielleicht noch für ein kurzes Zeitchen einen Absetzer reingesetzt, den ich mit dem U-förmigen Firmaband von hier aus nach da befüllen kann und einfach starten kann? Lustig, jetzt zieht es den sozusagen runter. Und dann kann der nachfüllen. Guck mal, wir reißen die drei ab. Mit Speed. Und nehmen zwei Absetzer. Oder wir machen drei, die dazwischen gehen. Wir müssen natürlich die Förderbänder ein bisschen umsetzen. So. Aber natürlich, wenn wir das alles fertig haben. Zack, zack, zack. Wir setzen euch natürlich auf minus 1 hoch. Dann sollte die Masse hier marschieren können. Wir sollten das Ganze Stück für Stück wieder leer kriegen. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Kohle aktuell noch viel von uns ausmacht. So, ein Großteil der Anlagen ist jetzt auch schon ready to go. Und der Platz wird langsam auch wieder frei, das ist super. Okay, ihr seid mit Kalk einfach noch voll. Aber auch, weil wir so wenig Kalk gerade irgendwie brauchen. Sand hält sich, Kupfer füllt sich wieder an. Das ist super. Jetzt natürlich mit den verkürzten Wegen, glaube ich, ist es auch wesentlich einfacher. Schau mal, wie ist denn das... Oh ja, hier ist noch ein großes Kupfervorkommen. Also eigentlich müssen wir da noch angraben. Und hier vorne, ja, ist auch noch überall was. Produziert er noch? Nee. Der ist jetzt tot. Bedeutet, ich kann dich aus dem Pausenmodus stecken und offiziell die Anlage abreißen. Wuhu! Endlich, der alte Scheiß kann weg.
müssen jetzt alles abreißen. Wir haben es effizienter gemacht. Besser, effizienter, funktionaler. Anlage AD. Die neue Anlage rockt in dem Fall. So, wo fahren die jetzt hin? Achso, die liefern das hier ab. Ah, okay. Darf ich anmerken, dass das irgendwie schon wieder falsch ausgeht? Kommen wir mit dem Stahl nicht mehr hinterher? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, als ob die Wartung schon wieder nicht ansatzweise da ist, wo sie sein sollte. Oder? CO2-Erweiterung haben wir geschafft, genau. Dich würde ich gerne entleeren. Und abreißen. Genauso die Wertstoffmaschine. Alles kommt mal weg. Rein theoretisch war das drüben für Eisen vorbereitet. Komplett ready to go. Aber vielleicht ist es schlauer, Stahl daraus zu machen. Eine weitere Stahlanlage würde unserem System, glaube ich, gar nicht wehtun in dem Fall. Aber der Platz war anders reserviert. Oder wir schieben unsere Eisenproduktion rüber. Wir shiften das Ganze. Mit der neuen Technologie sollten wir die Fläche sparen können. Vielleicht sollten wir ein paar Ecken die Umbauten vornehmen, die wir schon seit langem geplant haben. Und dann shiften wir das Eisen 1 rüber. Und 2 rüber. Und stecken dann hier noch eine Stahlanlage rein. Also wenigstens mal eine für den Start. Teilweise sind Entscheidungen schwer. Doch sie müssen getroffen werden. Egal was ist. Wir fangen den Umbau an. Weg damit. Jetzt kommt ein flacher Aufzug hin. Der müsste von der Höhe her passen. Und dann schließen wir dich hier direkt an. Ah, das ist kein flaches Förderband 2, okay. Interesting. Also es wird weiter hier vorne zugekippt. Die Masse passiert immer noch. Wir nagen ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter nagen an dem guten Kupfer. Okay. Wie viel habe ich eigentlich aktuell eingestellt? 3 Bagger und reduzieren wir das mal auf 6. Das sollte dann auch funktionieren, ein bisschen mehr. Oh, ihr steht auch schon wieder. Na okay, aber das ist klar. Ihr kriegt von mir jetzt eine neue Area.
Hier verkippt nun die komplette Küste hier. Oh mein Gott. Wir kippen bis hier vor zu. Ich sag's euch. Wir haben einen neuen Straßenanschluss sogar schon fertig. Wir sind rein theoretisch hier ready, um den Kalk abzubauen. Das bedeutet nicht auch wieder, dass die hier nichts zum Verkippen haben. Solange wir hier nicht richtig dran arbeiten. Doch jetzt dadurch, dass wir wieder so nah sind, sollten wir vielleicht auch wieder ein bisschen schneller das Ganze abkippen können. Sollte das auch wieder viel einfacher machen. Die Kollegen kippen wieder. Alter, diese Masse. Einfach diese Masse. Schon brutal, oder? Warte mal, da sind noch ein paar Bodenteils. Kann ich die eigentlich weg? Oberflächenfenstern. Gut. Meine Frage ist, verkippen wir das? Ich würde ja irgendwie sagen, ja. Es macht nur Probleme von der Fläche her. Rein theoretisch könnten wir dann von hier ein Förderband bis hier vorlegen, damit wir es verkippen können. Erstmal alles zuschütten. Und dann mit Baggern drüber fahren, um das zu begradigen. Schau mal, wie wir hier schon wieder die Bänke bearbeiten. Vielleicht können wir daraus auch noch was machen. Genauso wie hier aus dem Hafen dann was wird. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber vielleicht wird es auch die Startlandeposition. Die wäre ja echt mega geil hier vorne, oder? Hier vorne so Startrampe-mäßig weg. Schön abgeschottet von allem. Would be nice. Would be nice. Was sagst du? Was jammerst du schon wieder, weil du keine Ressourcen hast? Oder? Ja. Überhitzter Dampf. Aber in dem Fall steht auch nirgends einer an, halt, ne? Also der eine wartet halt auf den anderen. Und so sollte es auch eigentlich sein die ganze Zeit. Das macht es wesentlich einfacher. Ich kann natürlich das Ganze verdoppeln, aber... So. Also mit Eisen kommen wir echt nicht hinterher. Bedeutet, wir müssen echt schauen, dass wir das hier... Schauen, dass wir das hier ein bisschen kürzen. So, dafür brauche ich jetzt ein Schüttgut. Mit dem neuen Gerät ist es halt echt einfach, ne? Rotate. Das war doch mein Plan, dass das mit dem Schüttgutautomaten halt so... Hä? Muss ich nicht verstehen unbedingt, oder? Muss ich nicht verstehen. Oh, da stoße ich wieder hier zusammen. Ich hab's verstanden. Welche Stufe bist denn du? Förderband 2. Also ich muss mindestens 2 breiter bauen, weil ansonsten geht es mit den Förderbändern nicht aus, weil die da oben diesen Aufzugteil drauf haben, den Motor. Warum zum Beispiel ist das so weit hinten? Das war, weil hier drunter der Ratter da war, ne? Weg damit. U-förmiges Förderband. Zack. So soll das sein.
Lass mir jetzt einen leer gehen. Stück für Stück schauen, dass wir das Ganze umgerempelt kriegen. Dann kriegen wir das Ganze schon dahin, wo wir es hinwollen. Wieder mehr Fläche. So, mal Kohle läuft hier so, weil auch wieder irgendwas. Sand kann ich auch mal... Könnte ich auch das machen, ne? Ich gehe hier hin, sag einfach weg und mache das dann so. Und dann gehe ich hier hin, schließe dich hier und mach mal so, zack. Problem gelöst. Obwohl halt auch nicht alle, weil jetzt haben wir hier die Schlacke. Die Schlacke läuft hier durch. Warum läuft das alles so unterschiedlich? Und da war irgendeine Logik wahrscheinlich hinter. Mein Interesse besteht aber ja da drin, ob ich das vielleicht einfach irgendwie drüber kriege. Ich brauche dafür Schüttgutaufzüge. Und nicht den falschen Button. Och, come on. Warum brauche ich da wieder eine Stütze? Wenn ich das hier drüber kriege, kann ich es wahrscheinlich hier drüben einfach drunter mogeln, oder? Da kann ich es überhaupt... den Daumen mit anbinden. Ich will es nicht anbinden, ich will mich oben drüber verbinden. Dankeschön. So. Dann. Wait, das geht. Okay, das finde ich jetzt gerade interessant. Schüttgutaufzug. Flip. Und dann U-förmiges Förderband bis hierhin und da dran. Und schon ist das Teil Geschichte. Lol, okay. Das ging schneller als erwartet, Leute, ganz ehrlich. Also... ich drücke zwar wieder alles gegen die Wand, aber scheiß drauf. So, die Kohle muss da drunter. Warum geht die Kohle dahin? Weil der Sand da ist. Und ich kann wahrscheinlich über den Sand nicht eine Erhebung bauen, weil eins drüber dann das andere wieder geläuft.
Da habe ich gar keine andere Möglichkeit, das so fahren zu lassen. Aber ich könnte die Kohle ein bisschen weiter vorne fahren lassen. Gut, und dann? Ich krieg das, Leute, ich krieg das. Commitment, sagt man dazu. Commitment! Oder Dummheit, wie ihr sehen wollt. So. Und umgebaut. So, Fläche ist wieder frei. Puh. Schauen wir, was wir daraus jetzt machen können, wenn wir die Fläche nutzen. Die graben fleißig, super. Hier drüben wird verkippt. Und schauen wir, das Lager ist schon halb leer wieder. Okay. Aber die da drüben sind trotzdem fleißig dran. Erdeverkippung geht auch weiter. Gott, was für Massen ich hier verarbeite. Das Lager steigt, okay. Dann sind wir gleich ganz gut dabei, würde ich sagen. Die Forschung geht halt relativ langsam, aber das war zu erwarten in dem Fall. Genau, wir müssen jetzt gucken, was wir hier genau hinkriegen. Aber vom Aufbau ist es immer dasselbe. Also der obere Teil ist auf jeden Fall immer dasselbe. Wir kopieren mal von hier an. Gepasst. Wenn ich die jetzt nochmal kopiere. Zwei passen so noch hin. Super. Dann würde ich doch gleich einfach mal die ersten Anschlüsse setzen. Warte. Und den Teil platzieren. Wenn es gut läuft, hat es sich alles angeschlossen. Automatisch? Nein, hat es natürlich nicht. Und wie ich es vermute, kann ich das auch nicht einfach so... sagen können, ich hätte mal gern, sondern das... Also Kohle geht noch. Ja, das hat jetzt nicht so ganz geklappt wie gehofft. Aber das können wir gleich ändern. So. Sollte der Teil schon mal funktionieren. Ist das eine Rohrleitung? Das ist eine Rohrleitung 3 sogar. Holy shit, okay. Da habe ich nicht gespart, wie es ausschaut, ne? Dann können wir den Teil schon aufstellen. Jetzt gleich kommt der Teil, der am spannendsten zum Kopieren ist. Alles bis hierhin.
Die Frage ist, ist es schlau, das so zu lassen? Vermutlich, ne? So, und jetzt haben wir hier ein normales flaches Förderband, genau. Ein normales, stinknormales flaches Förderband, das hier rangeht. Und dann mit The Magic of Power einfach fertiggestellt wird. Es kribbelt im Ohr, ganz ehrlich, Leute. Das ist ganz weird. Ah. Der Vorteil ist, wir müssen den Teil ja gar nicht abreißen. Wir müssen nur den vorderen Teil abreißen. Bedeutet, wir kappen alles bis hierhin. Und lassen ihn nur noch arbeiten. Denn grundsätzlich ist ja die Anlage noch fertig. To go, oder good to go. Kann es sein, dass ich jedes Mal während der Aufnahme sinke? Ich sinke doch, oder? Also mal ganz ehrlich, ich rutsch. Also ich habe das Gefühl, dass mein Arsch noch flup, weg nach vorne ist. So, jetzt schauen wir mal, dass die Anlagen hier leer werden. Ja, ich kann mit Tight Spacen umgehen. Warum kommt da schon wieder nichts raus? Weil schon wieder Schlacke. Warum wieder Schlacke? Oh mein Gott, ich habe mein Endstück vergessen. Oh mein Gott, schon wieder. Ich brauche dringend mehr Kupfer. Mehr Stahl. Ja, Wartung, keine Ahnung. Wartung 1 ist gleich da, hoffe ich. 37%, kommt schon. Liefert, ich habe jetzt auch kein Backup mehr. Eisen läuft auch gerade nicht mehr, lull. So, da kommt der Stahl. Der muss jetzt direkt mal in die Abfertigung gehen. Wir brauchen jetzt dringend Werkstoffe. Kommt schon, Leute, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Werkstoffe, ich habe die Prio drin. Jawohl. Hier, das Backup läuft noch. Das ist gut. Gott, ich glaube, wenn ich jetzt von vorne anfangen würde, auf einmal mit dem neuen Spielstand, ich wäre so unterfordert. Weil du musst, hast hier so viele Teile-Ding im System drin. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich es nochmal komplett anders aufbauen. Weil ich finde die Idee mit der Straße immer noch cool. Aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu fixiert auf etwas. Ich hätte die ein bisschen breiter machen müssen, ein bisschen lockerer. Und ich glaube, das war ein Fehler. Leute, wo bleibt der Stahl? Alter, die wollen, dass wir... Ich reiß mal alles ab, was hier noch übrig ist. So, das Problem ist ja, die ist ein bisschen breiter. Warum geht es nicht hoch? Da steht sogar schon teilweise Wartung an. Das ist doch Wartung 1. Jetzt geht's wieder hoch, hey? Auf einmal geht's auch wieder flotter. What the fuck? Gut. Das Interessante eigentlich ist ja, ich muss jetzt irgendwie das ganze System hier zusammensetzen. Geht das da überhaupt hin? Also eigentlich sollte es hingehen. Wenn ich auf der Reihe Platz habe, da ist der Riesentank von denen. Aber selbst eine Anlage würde ja schon helfen.
Stimmt, was kriegt denn das eigentlich zugepumpt? Sauerstoff. Stimmt, ich habe hier draußen extra eine Sauerstoffanlage auch stehen. Vielleicht sollte ich hier nochmal so circa vorgehen, wie ich mir das vorstelle. Also ich brauche die zwei hier. Und die liefern dann geschmolzenes Material. Genau, euch. Brauchen wir dann einen Output. Okay, das muss ich nochmal ausschneiden. Und flippen. Dass ich dann die Sauerstoffversorgung genauso da durchziehen kann. Ich bin jetzt gerade nur beim Überlegen, wie ich es am schlauesten mache. Denn ich kann natürlich die auch hinterher stapeln, also kopieren. Und sagen wir, macht es 1. Das geht sich nicht aus, ne? Das geht sich so nicht aus. Ich muss euch eigentlich... Ach, come on. Ist das jetzt wirklich zu eng? Also rein theoretisch kann ich doch bestimmt damit drauf proppen einfach. Wenn ich allein das hinkrieg, ist schon ein bisschen was gewonnen. Weil es bedeutet, wir hätten hier den Platz für den wieder. Und vielleicht, wenn wir das kopieren und rotaten. Und float. Dann hätte ich hier Platz und dann müsste ich die andere hier unten hin platzieren. Suboptimal, aber würde gehen. Das würde gehen. Ich muss die gerade nur da reinkriegen. Das ist die ganze Magic. Aber wenn sie drin ist, ist sie drin. Gut, weil dann sollte der Rest auch kein Problem darstellen. Wasser sollten wir... So, wir werden jetzt erstmal Rohrleitung 2. Wir machen das jetzt einfach mal so fertig aus. Ja.
wieder so ein bisschen alte Anlage. Style. Pures Chaos. Aber pures Chaos, das mögen wir doch, oder? Das pure Chaos. Ich hoffe, das reicht für alle. So. Warum geht das so langsam auf einmal? Oh, weil das ein altes U-förmiges Ding ist. Oh Gott, damit. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen upgraden. Um die Masse zu bewegen. Macht natürlich die Versorgung auch nicht wirklich einfacher. Hier läuft jetzt auch gerade nur durch. Aber mit der neuen Stahlproduktion sollten wir jetzt hoffentlich auch das Ganze rauskriegen. Und raus damit, perfekt. Da kommt jetzt mehr Stahl wieder auf die Leiste. Und wenn sich das so anschaut, sollten wir jetzt auch mit dem Stahl langsam ins Backup wieder fließen. Vor allem, wenn sich langsam alle Lager wieder von allen Seiten füllen. Und wir wieder mal eine moderate Grippe haben. Jawohl! Ich will jetzt keinen Lockdown gerade veranstalten. Jetzt gerade, wo unsere Wartung wieder in Ordnung geht. Don't do it. Don't zwing mich dazu oder so. Ah, oh, es ist wieder in Ordnung. Okay. Wir tun die Leuchtung wieder aktivieren. Was ich auf jeden Fall in Zukunft machen muss, oder bald machen muss vor allem, ist upgraden, dass wir, wie sagt man's, ich muss upgraden, dass wir Dinge bekommen, sag schon, dass wir Medizin selber produzieren können. Das ist gleich noch eines der größten Punkte, die ich auf jeden Fall angehen muss. Aber so wie es aktuell ausschaut, sind wir gut unterwegs. Ich finde es immer noch interessant, dass aktuell der Stahl immer noch nicht so ganz hinterherkommt. Ich weiß nicht, ob das woanders jetzt aktuell dran liegt. Eisenerz sollte ja hoffentlich genug da sein. Bei dir auch von allen. Oder ist jetzt der Sauerstoff das Problem, weil der nicht mehr genug produziert? Lass mich das mal kurz durchrennen. Das ist 18. Ich brauche eine zweite. Ich muss das Ding kopieren. Leitung 3. Und dann kopiere ich gleich dich hier. Deswegen sind wir jetzt langsamer, weil wir weniger Masse haben. Ah, die zu Küken. Zum Glück kosten die ja nur Energie und nichts anderes. Die zwei Kollegen können wir auch abreißen, weil da ist nichts mehr drin.
So, und wenn jetzt alles gut läuft, sollte sich die Stahlproduktion nochmal um einiges verschnellern. Wasser ist genug auf Lager noch. Mit der verbesserten Stahlproduktion jetzt wieder, die jetzt hoffentlich wieder auf dem Stand der Technik ist, der sein sollte. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann muss ich schreien. Dann muss ich schreien. Und sollte sich nicht hoffentlich langsam hier das Lager einfach wieder pump füllen können. Mit jeder Produktionslast, die wir uns abnehmen können, sollten wir vorankommen. Das Lager ist auch wieder voll. Jetzt haben wir wieder die Sache, dass die eine Seite zum Beispiel gerade gar nicht gefüllt werden konnte. Bedeutet, solche Kleinigkeiten, so eine kleine Interruptions, obwohl wir gleich viel produziert haben und es eigentlich sich hier nur verteilt hat, hat die Leistung sowas von geschwächen lassen. Das ist brutal zum Ansehen. Wie schnell es geht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's schon wieder. Jetzt heute mal eine extrem lange Folge, 50 Minuten. Ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wie es ihr allgemein seht. Was würdet ihr gerne als sehen? Was für Folgen, was für Serien, was für Sachen sollten wir probieren? Vielleicht auch Challenges. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und drückt die Glocke, damit ihr ja keine Folge mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.